Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind. Also ich gestehe, die Woche beginnt für mich sehr beglückend. Gestern hatte ich in meinem Wahlkreis eine Veranstaltung, eine Buchvorstellung, das wäre der mir erlaubte Werbeblock, das Buch Extreme Sicherheit, herausgegeben von Heike Kleffner und Matthias Meissner, zwei Journalisten. Da geht es um die uns im Moment leider immer öfter beschäftigenden Netzwerke oder auch Einzelfälle, das wäre zu untersuchen, dass in den Polizeien, in der Bundeswehr oder auch in der Justiz Rechtsextreme unterwegs sind. Die Begriffe, die dafür stehen, sind Hannibal, Nordkreuz, NSU 2.0 und anderes, kommen wir vielleicht nachher in der Debatte noch dazu. Und in die Alice-Salomon-Hochschule in meinem Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf kamen gestern über 200 Menschen, um darüber zu diskutieren. Ich gestehe, das hat mir Mut gemacht. Und so machen Sie mir heute auch Mut, dass zu einer Veranstaltung unter der Überschrift Rechter Terror, der NSU war nicht zu dritt, so viele Menschen hierher kommen. Auch 3 Jahre nach dem Ende des letzten NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag und 2 Jahre nach dem Ende des Prozesses in München sind wir weit davon entfernt, sagen zu können, der NSU-Komplex sei auch nur annähernd vollständig aufgeklärt. Im Gegenteil. Immer wieder tauchen auch jetzt noch Versatzstücke, lange zurückgehaltene Informationen, vertuschte Verbindungen und kleinere und größere Skandale auf. Zuletzt wurde unter anderem bekannt, dass die NSU-Verbindungen zwischen dem NSU-Komplex und dem Mordfall Walter Lübcke, der Kasseler Regierungspräsident, der im vergangenen Sommer ermordet wurde, noch tiefgreifender sind als bisher bekannt. Im Fokus der hessische Verfassungsschützer Andreas Temme. Der V-Mann-Führer Temme befand sich zur Tatzeit am Tatort, als am 6. April 2006 der 21-jährige Halit Yozgat in einem Kasseler Internetcafé mit 2 gezielten Kopfschüssen getötet wurde. Jetzt, 2019, kam raus, dass Temme auch mit dem mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke vor 2006 dienstlich befasst war. Außerdem nahm Temme an Schießübungen teil und war im Rockermilieu vernetzt. Für mehr Transparenz könnte ein Bericht des Verfassungsschutzes zur rechtsextremen Szene in Hessen aus dem Jahre 2013 sorgen. Dort taucht 11-mal der Name des vermeintlichen Mörders von Lübcke, Stefan E., auf. Auch der Name Temme wird genannt. Der gesamte Bericht ist vom Landesamt für Verfassungsschutz jedoch noch für mehrere Jahrzehnte als geheim eingestuft. Ursprünglich waren es 120 Jahre. Und damit sind wir bei einem der Kernprobleme des gesamten NSU-Komplexes, eine weitreichende Aufklärungsblockade. Die parlamentarische Aufklärung des NSU-Komplexes, die von Anfang an gegen genau diese Aufklärungsblockaden ankämpft, läuft seit fast 8 Jahren auf Bundes- und Landesebene in verschiedenen Untersuchungsausschüssen. Mittlerweile sind fast alle Untersuchungsausschüsse abgeschlossen und haben ihre Abschlussberichte vorgelegt. Zurzeit läuft noch der sehr spät, aber nicht zu spät eingesetzte Parlamentarische Untersuchungsausschuss im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Nächstes Jahr muss er zum Abschluss kommen, sonst verfallen alle Ergebnisse der sogenannten Diskontinuität, weil dann Landtagswahlen stattfinden und das im Laufe der Legislatur abgeschlossen werden muss.
In zwei Bundestagsuntersuchungsausschüssen über zwei Legislaturperioden war ich von 2012 bis 2017 Obfrau für meine Fraktion. Von der Ausschussarbeit möchte ich nun zunächst gerne berichten und dazu kurz auf vier der wichtigsten Ergebnisse unserer Aufklärungsbemühungen eingehen. Erstens der institutionelle Rassismus der Strafverfolgungsbehörden. Schon am Ende des ersten parlamentarischen Untersuchungsausschusses war klar, dass das Problem Rassismus heißt. Aber auch im zweiten Untersuchungsausschuss konnten wir diesen Befund noch einmal stärken. Rassistische Vorurteile und Stereotype haben dazu geführt, dass die Ermordeten der sogenannten Cesca-Mordserie, ihre Angehörigen sowie die Verletzten der rassistisch motivierten Bombenanschläge teilweise mehr als ein Jahrzehnt lang von der Polizei und der Justiz als Verdächtige kriminalisiert, stigmatisiert und gesellschaftlich isoliert wurden. Wahlweise behaupteten die Ermittler, die Täter und ihre Opfer seien in der türkischen Blumenmafia, Geldwäsche- oder Menschenhändlerringen, Schutzgelderpressungsnetzwerken oder der Drogenmafia aktiv gewesen. Dabei ignorierten die Mordkommissionen in den Tatortstädten und die BAO, besondere Aufbauorganisation Bosporus, sowohl die Hinweise der Betroffenen auf rassistisch oder neonazistisch motivierte Täter, als auch eine operative Fallanalyse aus dem Jahr 2007, die von rassistisch motivierten Tätern ausging. Übrigens spannend, die kam zustande, weil einige Ermittler des FBI auf Studienreise im Bayerischen Landeskriminalamt waren und sich all die Fäden, die dort zusammenliefen, zu dieser Mordserie ansahen und innerhalb kürzester Zeit ihre Kollegen fragten, warum sie nicht von einer rassistisch motivierten Straftat ausgehen. Das wären doch alle Indikatoren, die dort notwendig sind dort. Nun unterstelle ich gar nicht, dass der einzelne Polizist oder Staatsanwalt Rassist ist. Aber dass es möglich war, über diese ganze Zeit die Opfer und Überlebenden in dieser Weise zu kriminalisieren und nicht einmal einem einzelnen Zweifel nachzugehen, verdeutlicht den strukturellen und institutionellen Rassismus, der sich durch die gesamten Ermittlungen zog. Beispielsweise heißt es dann in einer zweiten operativen Fallanalyse, die als Antwort auf die erste durch das BKA beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg angefordert wurde, vom 30. Januar 2007 in Bezug auf die Charakterisierung des Täters der Mordserie, vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems verortet ist. Das habe ich Ihnen hier mitgebracht. Oder ein zweites Beispiel. Der leitende Staatsanwalt im Mordfall Michelle Kiesewetter, die Polizistin, die in Heilbronn ermordet wurde, schrieb in seiner Öffentlichkeitsstrategie, dass europaweit im Zigeunermilieu ermittelt wird. Was war passiert? Am Tatort der Theresienwiese in Heilbronn wurde zur Tatzeit gerade für ein Volksfest aufgebaut und einige der Schausteller, die dort ihre Fahrgeschäfte aufbauten, gehörten der Minderheit, der Sinti und Roma an. Daraus schlussfolgerte man, man müsse im Zigeunermilieu ermitteln und man hat tatsächlich, das haben wir im Untersuchungsausschuss in den Akten gesehen, jeden einsitzenden Angehörigen der Minderheit, wegen welchem Delikt auch immer, befragt, was er zum Polizistenmord in Heilbronn zu sagen hat.
was das mit der Öffentlichkeit macht, welche tief verwurzelten Stereotypen, Vorurteile zu den Angehörigen der Minderheit und zum Teil im Zweifelsfall auch Hass oder Legitimation von Gewalt hervorruft, vermochte dieser Staatsanwalt auch Jahre später, als ich ihn im ersten Untersuchungsausschuss fragte, ob er nicht wenigstens rückblickend diese Formulierung kritikwürdig findet, nicht erkennen. Zum zweiten Punkt. Kannst du die nächste? Außerdem haben wir umfangreich die Verantwortung der Verfassungsschutzbehörden und des Faulleutesystems dieser Ämter untersucht. Die Frage, wie viel Staat steckt im NSU-Netzwerk, ist zentraler denn je. Knapp 13 Jahre konnte das NSU-Kerntrio Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe in der Illegalität in Sachsen leben. Das mutmaßliche NSU-Kerntrio sowie dessen engste Unterstützerinnen und Unterstützer waren von mehr als 3 Dutzend neonazistischen V-Leuten umringt. Wir konnten nachweisen, dass das Geheimdienstprinzip Quellenschutz vor Strafverfolgung dazu führte, dass schwerstkriminelle Neonazis von ihren V-Mann-Führern vor Polizeimaßnahmen gewarnt und vor der Strafverfolgung geschützt wurden. Die Geheimdienste gingen davon aus, über V-Leute die Aktivitäten der Neonazi-Bewegung kontrollieren zu können. Die Loyalität der V-Leute galt und gilt jedoch in allererster Linie ihrem eigenen Wohlergehen und den Kameraden aus der Neonazi-Szene. V-Leute stärken die Neonazi-Bewegung, sie verhinderten weder die NSU-Mordserie, noch trugen sie zu deren Aufklärung bei. Mithilfe des V-Leute-Systems und dem Prinzip Quellenschutz vor Aufklärung ist der Neonazi-Szene um die 2000er Jahre überhaupt erst der Sprung von der Szene zur Bewegung gelungen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Inlandsgeheimdienste Fremdkörper in einer Demokratie sind und Neonazis, V-Leute, sich immer mehr ihrer Ideologie verpflichtet sehen werden als der Zusammenarbeit mit den Behörden und der Demokratie. Das ist übrigens keine neue Erkenntnis. Ich habe Ihnen hier ein Zitat aus einem BKA-Thesenpapier aus der Mitte der 1980er Jahre mitgebracht. Damals haben die Polizisten im BKA in Zusammenarbeit auch mit Polizisten in Landeskriminalämtern geplatzte Razzien oder auch Aktionen gegen ihnen zur Kenntnis gelangte Vorbereitung von schwersten Straftaten oder auch schweren Straftaten analysiert. Unter anderem, weil ihm heute bekannte V-Leute, wenn sie zur Hausdurchsuchung erschienen, freundlich lächelnd mit der Kaffeetasse entgegentraten, ihre Computer längst in Bahnhofsschließfächer entsorgt hatten und nur saubere Computerfestplatten zu Hause hatten, weil eben ihre V-Mann-Führer sie vor Exekutivmaßnahmen gewarnt haben. Und sie kamen zu dieser Erkenntnis, was allerdings keine Konsequenzen hatte, nach der Veröffentlichung dieses Thesenpapiers in der Praxis und im Umgang mit diesen Dingen. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Wir wissen dank 2 sehr glaubwürdiger Zeugenaussagen im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss auch, dass ein langjähriger V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz und militanter Neonazi aus Zwickau, Ralf Marschner, alias V-Mann Primus, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit mit dem NSU-Kerntrio Kontakt hatte. Die Behauptung des ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, das Bundesamt habe keine V-Personen im Umfeld des NSU geführt,
ist nach dem Abschluss des Untersuchungsausschusses eindeutig als unzutreffend und falsch einzustufen. Der V-Mann des BfV Marschne, der als neonazistischer Intensivtäter aktiv in Blattenana-Strukturen bundesweit vernetzt war, hatte zumindest zeitweilig und während seiner V-Mann-Zeit Kontakt mit Mundlos und Schäpe. Und zu guter Letzt konnten wir nach zähem Ringen gemeinsam feststellen, dass die Vernichtung von wichtigen Akten im Bundesamt für Verfassungsschutz am 11. November 2011 mit Absicht erfolgte und noch mehr relevante Akten im BfV rechtswidrig vernichtet wurden als bislang bekannt, wie beispielsweise die Personenakte von Ralf Marschner. Die nächste. Um die Öffentlichkeit und die Parlamente und die Prozessbeteiligten in München über die Anzahl, das Ausmaß und das Wissen der V-Leute des BfV gezielt zu täuschen. Wir können inzwischen nachweisen, dass Lothar Lingen, der langjährige Referatsleiter in der Abteilung Rechtsextremismus des Bundesamtes für Verfassungsschutz, wenige Tage nach der Selbstenttarnung des NSU-Kerntrios, übrigens am 11.11. übernahm der Generalbundesanwalt die Ermittlungen im NSU-Komplex, vorsätzlich die Akten zentraler V-Personen im Umfeld des NSU-Kerntrios und seiner Unterstützer geschreddert hat. Alle Behauptungen seitens seines Dienstherrn im BfV und Bundesinnenministerium, Lingen habe aus Überforderung und Überarbeitung Aktenvernichtung, sind Unsinn. Lingen selbst hat beim BKA im September 2014 zugegeben, die Akten absichtlich vernichtet zu haben, weil er nicht wollte, dass die Öffentlichkeit und damit auch die Prozessbeteiligten und die Parlamentarier erfahren, wie viele V-Leute das BfV in der Thüringer Neonazi-Szene hatte. Doch was folgte und folgt jetzt eigentlich aus all diesen Befunden und wo müssen wir die Aufklärung noch weiter vorantreiben? Beim ersten Untersuchungsausschuss 2012 haben wir quasi mit einem weißen Blatt begonnen. Mittlerweile sind das Ausmaß der Verwicklungen und das Versagen der Behörden sowie Teile des Netzwerkes des NSU-Kerntrios zumindest in Ansätzen bekannt. Dennoch kennen wir bis heute nicht das gesamte Netzwerk. Es hätten längst im weiteren NSU-Umfeld und in der Blood-and-Honor-Szene weitere Anklagen und Ermittlungen erfolgen müssen. Auch hat der Generalbundesanwalt Straftaten verjähren lassen. Zum Beispiel die Aktenschredderaktion von Lothar Lingen vom 11.11.2011. Diese verjährten im November 2016. Der Generalbundesanwalt führt zwar noch ein Strukturermittlungsverfahren, aber auch hier besteht die Gefahr, dass zukünftig versucht wird, einen Deckel drauf zu machen, einen Schlussstrich zu ziehen. Lassen Sie mich einfügen, so tragisch es ist, in der vergangenen Woche hatten wir die Generalbundesanwältin, die im Mordfall Lübcke an der Anklageerhebung arbeitet, im Innenausschuss des Bundestages zu Gast. Immerhin hat sie eine Ermittlungsgruppe im BKA beauftragt, sich mit den Ermittlern in diesem Strukturermittlungsverfahren in Sachen NSU zu vernetzen und nach Bezügen zu schauen und personellen Kontinuitäten. Es wurde also nicht ganz so einfach, in diesem Sommer da schon einen Deckel drauf zu machen. Es braucht öffentlichen Druck, sowohl was die Aufklärung im Mordfall Lübcke betrifft, die noch ganz am Anfang steht, aber auch mit Blick auf den NSU-Komplex und all die bisher nicht beantworteten Fragen und nicht angeklagten Unterstützerinnen und Unterstützer. Und damit zur nächsten Folie. Um diesem Schlussstrich auch nachhaltig entgegenzuwirken,
formulierte bereits der erste NSU-Untersuchungsausschuss in der 17. Wahlperiode in seinem Abschlussbericht gemeinsame, von allen Fraktionen getragene Empfehlungen für Reformen in den Bereichen Polizei, Justiz und Verfassungsschutz sowie zur Stärkung der zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit und Unterstützung der Demokratieförderung. Meine Fraktion hat diese Forderungen in einem Sondervotum zum zweiten Untersuchungsausschuss ergänzt und betont immer wieder, dass all diese Forderungen und Schlussfolgerungen in Bezug auf dringend notwendige Veränderungen nach wie vor eine eindringliche Gültigkeit besitzen und zu großen Teilen immer noch nicht umgesetzt sind. Bei den Forderungen, die bereits umgesetzt wurden, fehlt häufig eine nachvollziehbare Evaluierung und Dokumentation. Darum müssen wir unbedingt auch an dieser Stelle weiter arbeiten. Die dringend notwendige weitere Aufklärung des NSU-Komplexes und des Rechtsterrorismus wird unter den aktuell politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen zunehmend erschwert. Der öffentliche und politische Diskurs rückt immer weiter nach rechts. Die Rechtspopulisten sitzen mittlerweile in fast allen Parlamenten. Und die Neonazi-Szene ist bundesweit extrem gut vernetzt. Da reicht ein aktueller Blick nach Chemnitz, Köthen, Dortmund oder Nordhessen. Außerdem wissen wir nicht erst seit Halle oder Kassel, die Gefahr des Rechtsterrorismus ist aktueller denn je und hat sich mit der Selbstenttarnung des NSU mitnichten erledigt. Der Mord an Walter Lübcke ist also mitnichten ein Einzelfall. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reke entging 2015 nur knapp dem Tod, als ein Neonazi sie niederstach. Beim Attentat im Münchner Olympia-Einkaufszentrum wurden 2016 9 Menschen erschossen. Alle Opfer hatten Migrationshintergrund. Auf eine Moschee in Dresden wurde 2016 ein Sprengstoffanschlag verübt. 2017 zündete ein Neonazi in einer Hamburger S-Bahn-Station einen Sprengsatz. In der Silvesternacht 2018 verübte ein Rechter einen Anschlag mit einem Auto auf eine Gruppe von Migranten in Bottrop. Von der Gruppe Nordkreuz wurden in den letzten Jahren Waffen gehortet und Listen über Linke angelegt, die im Falle eines Bürgerkrieges zu beseitigen seien. Mit der Old School Society, der Gruppe Freital oder Kameradschaft Chemnitz wurden in den letzten Jahren rechtsterroristische Vereinigungen durch die Behörden aufgedeckt, die rassistische Morde zur Umsetzung ihrer Ideologie geplant hatten. Festzuhalten bleibt, in einem Klima, in dem rechtsextreme Täterinnen und Täter sich der gesellschaftlichen Zustimmung ihrer Gewalt sicher fühlen, sie keine Angst vor einer konsequenten Strafverfolgung haben müssen, Politik vor ihnen einknickt und eine überregionale Vernetzung möglich ist, kann rechter Terror gedeihen. Das haben schon die 1990er Jahre gezeigt und das sehen wir auch jetzt aktuell. Dort, wo kein rassistisches Tatmotiv erkannt wird, fallen Strafen geringer aus. Dort, wo Netzwerke nicht benannt und untersucht werden, wird am Ende wenig wirksam gegen vermeintlich unpolitische Einzeltäter ermittelt. Dort, wo die Mehrheit schweigt, stimmt sie zu. Dort fühlen sich Rechtsterroristen sicher. In den frühen 90er Jahren wurden der spätere NSU und dessen Umfeld von diesen Verhältnissen geprägt und radikalisiert. Es folgte rassistischer Terror. Und auch heute können wir dazu Kontinuitäten und Parallelen sehen. Des Weiteren hat der gesamte NSU-Komplex aufgezeigt, dass das V-Leute-System nicht reformierbar ist. Als Konsequenz
aus der Verantwortung des Verfassungsschutzes im NSU-Komplex, aus den strukturellen Defiziten, Fehlern und Rechtsverstößen der nachrichtendienstlichen Arbeit kann sich nur eine Abschaffung des kompletten V-Leute-Systems ergeben. Andernfalls werden neonazistische V-Leute auch weiterhin rechtsextreme Strukturen aufbauen und anführen, die politische Gegner und Migranten bedrohen und angreifen. Das heißt, der Verfassungsschutz ist nicht Teil der Lösung, sondern wesentlicher Teil des Problems. Zeitgleich sollten wir Projekte der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatung und zivilgesellschaftliche Demokratiebündnisse weiter stärken und eine langfristige finanzielle Unterstützung fördern, statt ihnen die Gemeinnützigkeit abzuerkennen und diese zu kriminalisieren. Eine der wichtigsten Lehren aus dem NSU-Komplex sollte sein, den Betroffenen rassistischer Gewalt zuzuhören und sie ernst zu nehmen. Hätte man den Betroffenen des NSU-Terrors zugehört, ihren Vermutungen Glauben geschenkt, vieles hätte vielleicht verhindert werden können. Eine lückenlose Aufklärung des NSU-Komplexes ist angesichts der aktuellen Welle rechter und rassistischer Gewalt notwendiger denn je. Daher freue ich mich umso mehr, dass Sie heute in diesem Format hier mit mir diskutieren und vielleicht auch darüber reden, was wir tun können, um die Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit für diese Dinge weiter aufrechtzuerhalten bzw. auch wieder herzustellen und auch deutlich zu machen, was das auch mit dem Wechselspiel zwischen dem parlamentarischen Arm des Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus und diesen Parlamentariern zu tun hat. Ich sage das ganz deutlich, ich habe ja die Anmoderation gehört. Ich habe im Deutschen Bundestag letztens dieser Fraktion, deren Namen ich jetzt nicht schon wieder nennen will, ganz deutlich gesagt, ja, ist richtig, die Abgeordneten dieser Fraktion sind alle demokratisch gewählt. Daran kann ich nichts ändern, das können nur Wählerinnen und Wähler tun. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass sie Demokratinnen und Demokraten sind. Und deshalb muss man benennen, was sie dort tun und was sie dort anrichten, wenn sie ihre rhetorischen Brandsätze legen, in der Hoffnung, dass außerhalb des Plenarsaales diese aufgenommen werden und entsprechend auch angewendet werden. Ich bin der festen Überzeugung, nur wenn das Aufklärungsversprechen im NSU-Komplex vollständig eingelöst wird, kann das Vertrauen der Hinterbliebenen und Opfer in den Staat, in den Rechtsstaat wieder hergestellt werden. Es wird auch zu großen Teilen an der Öffentlichkeit und am öffentlichen Druck liegen, ob dieser Tendenz wirksam etwas entgegengesetzt werden kann. Es gilt, an den von mir benannten Punkten genauer hinzuschauen, Öffentlichkeit zu generieren und zusammenzuarbeiten. Dort, wo das demokratische, vielfältige Zusammenleben angegriffen wird, wo Gleichbehandlung und Diskriminierungsschutz in Frage gestellt werden, wo Sicherheitsbehörden, Medien und Politikerinnen und Politiker noch nicht genug sensibilisiert sind. Und deshalb lassen Sie mich noch eins aktuell sagen. Nebenan in Hamburg wird demnächst eine neue Bürgerschaft gewählt. Ich begreife überhaupt nicht, warum im Tatortland Hamburg bis heute nicht ein Versuch der parlamentarischen Aufklärung des NSU-Komplexes gestartet wurde, warum es bis heute dort keinen NSU-Untersuchungsausschuss gibt. Ich habe gerade was gesagt, in Mecklenburg-Vorpommern ist er relativ spät eingerichtet worden, übrigens unter Hinzuziehung der Hilfe der Akteure aus den ersten beiden NSU-Untersuchungsausschüssen im Bundestag. Ich war mehrfach mit meinem Kollegen Clemens Binninger von der CDU, meiner Kollegin Eva Högel, SPD, in Mecklenburg-Vorpommern im Landtag. Und wir haben
unter den Kolleginnen und Kollegen dafür geworben, parlamentarische Untersuchungen anzustrengen, und zwar jenseits von parteipolitischen Zugehörigkeiten und Eitelkeiten, weil wenn es um die Aufklärung von Mord geht, um Gefahren für die Demokratie, dann sind keine parteipolitischen Scharmützel angesagt. Und deshalb wäre meine Hoffnung, dass nach der Bürgerschaftswahl man sich unter den demokratischen Fraktionen in der Bürgerschaft schnell darauf einigt, in welchem parlamentarischen Format man sich mit dem NSU-Komplex und den in Hamburg zu beantwortenden Fragen beschäftigt. Und ich finde auch, da kann man mutig sein. Natürlich kann so ein Ausschuss Fehler aufdecken, vielleicht auch Dienstvergehen, kann alles passieren. Aber es geht doch nicht nur, also es geht einerseits um die Beantwortung der Fragen der Hinterbliebenen und Überlebenden, aber es geht doch um die Gegenwart und Zukunft. Wie gehen wir mit der heutigen rechtsterroristischen Gefahr um und wie setzen wir dem wirksam etwas entgegen und machen nicht wieder diese Fehler? Und wie schaffen wir es, das, was ich strukturellen, institutionellen Rassismus genannt habe, tatsächlich in den Behörden, in der Öffentlichkeit und natürlich auch in den politischen Parteien zurückzudrängen? Ich sage nicht zu beenden, da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Ich danke Ihnen. Auch vielen Dank von mir. Ich würde jetzt Fragen zulassen. Könnte jemand von den Linken ein Mikrofon hier nehmen und dann einfach melden? 3 Fragen würden wir sammeln und dann würde ich wieder Petra die Möglichkeit geben zu antworten. Bitte dann denken, keine Langkurreferate. Wie ist die Resonanz bei den anderen Parteien zu dieser Thematik? Ich habe mich gefreut, als Sie sagten, da war jemand von der CDU und von der SPD dabei. Zuerst habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist ja ganz fürchterlich da. Aber als ich das gehört habe, habe ich mich ein bisschen gefreut. Aber habe ich denn anders zur Freude? Ist das denn auch bei den anderen wirklich ein Thema oder sind das Einzelfälle? In diesem Bericht, der da gezeigt wurde von der Linkspartei, wurden erst gesagt, dass da Forderungen für Polizei und Justiz drin waren. Was waren das denn für Forderungen? Zunächst mal eine Verständnisfrage. Sie sprachen von einer operativen Fallanalyse irgendeines BKA aus dem Jahr 2007, LK, an der auch FBI-Leute mitgemischt haben. Was war das nochmal genau? Und spricht das nicht gegen Ihre These des strukturellen Rassismus in den Strafverfolgungsbehörden? Ich fange gleich mit der letzten Frage an. Ich habe vorhin gesagt, zu keiner Zeit wurde in Richtung einer rassistischen Motivation ermittelt. Das ist belegt und im ersten Untersuchungsausschussbericht des Bundestages, wie gesagt, von CDU, CSU bis zur Linken auch so festgehalten worden. Deswegen haben wir dann noch Schlussfolgerung vorgeschlagen. Stelle ich noch einen Moment zurück. Als die BAO Bosporus, man könnte auch dazu schon Fragen stellen, warum die so benannt wurde, aber gut, als diese wieder einmal in einer Sackgasse angekommen war und man, also weder in der türkischen Mafia oder sonst was, was man unterstellte, irgendwas fand, hatten bayerische Ermittler Besuch aus den USA von FBI-Leuten. Die saßen also mit drin in einer dieser Dienstbesprechungen und die haben dann ungefragt mit den Dingen, die da auf dem Tisch lagen, an den Wänden hingen und so weiter, eine solche Fallanalyse als kleines Gastgeschenk hinterlassen. Das haben die bayerischen Ermittler immerhin ans BKA, welches die Ermittlungen ja bei der Polizei koordiniert hat, übergeben. Das Ergebnis war nicht, dass Ermittlungen in diese Richtung ausgelöst wurden, weil da gab es Hinweise, was man tun müsste, wie der Täter oder die Täter verfasst sein müssen, nämlich von einem wirklich sie auffressenden Hass gegenüber Fremden oder Migranten und so weiter, sondern da schrieb dann ein BKA-Beamter nur dran, was soll diese Kaffeesatzleserei, und gab dann im anderen Landeskriminalamt, nämlich in Baden-Württemberg, eine weitere Fallanalyse in Auftrag, die dann, du kannst mal zurückblättern, zu dieser entlarvenden Feststellung führte, dass in unserem Kulturkreis
Niemand unterwegs, aus unserem Kulturkreis. Ja, so etwas undenkbar ist. Und damit war dieses kleine Zeitfenster, dass man damit umgeht, auch beendet. Vorher hat man schon unterbunden, beispielsweise in der beliebten Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, im Sommer 2006 einen solchen Hinweis als eine Möglichkeit in die Öffentlichkeit zu geben. Sie kennen vielleicht diese Fernsehsendung, dass da die bisherigen Ermittlungsstränge oder Ergebnisse offenbart werden, jedenfalls im Interesse der Behörden, damit man mal schaut. Das hatte einen schlichten Hintergrund. Können Sie sich erinnern, was im Jahr 2006 sich in der Bundesrepublik ereignete? Die Welt in Deutschland zu Gast. Und ich habe damals Günter Beckstein, der damals Innenminister war, in Bayern befragt, aber auch Otto Schilly, den damaligen Bundesinnenminister im Bundestag. Warum haben Sie nicht wenigstens bei diesen Öffentlichkeitsfahndungsaufrufen und so weiter so etwas zugelassen? Ich rede über das Jahr 2006. Und warum sind Sie eigentlich so offensiv gegen Uwe Carsten Heye, den ehemaligen Sprecher der Bundesregierung, vorgegangen, der im Frühjahr 2006 vor sogenannten national befreiten Zonen gewarnt hat und davor gewarnt hat, dass beispielsweise People of Color, also nicht weiße Menschen, in bestimmten Gegenden der Bundesrepublik auch während der Fußballweltmeisterschaft in Gefahr sein können? Nun haben die mir erklärt, ja, ja, die Fußballweltmeisterschaft, und außerdem wollten wir doch keine Panik beispielsweise in der türkischen Community auslösen. Die waren aber längst in Panik. Im 2006 fanden zwei Demonstrationen, organisiert von Angehörigen und Überlebenden des NSU-Terrors, statt, unter der Überschrift Kein zehntes Opfer. Einmal in Kassel nach dem Mord an Halit Yozgat und einmal in Dortmund. Es gab dann das zehnte Opfer, nämlich Michelle Kiesewetter, die Polizistin in Heilbronn. Deshalb bleibe ich bei meiner These, das ist struktureller Rassismus. Man hat einfach nicht zugelassen, was nicht sein kann, darf auch nicht sein. Also das berühmte Wir ermitteln in alle Richtungen ist dort von vornherein unterbunden worden. Und deshalb war übrigens vorgeschlagen von Clemens Binninger, CDU, übrigens im richtigen Leben selbst Polizist, eine der gemeinsamen Schlussfolgerungen im ersten Untersuchungsausschuss, dass sich dringend etwas in der Praxis und in der Weisungslage ändern muss, dass nämlich bei schweren Straftaten, insbesondere auch zum Nachteil von Menschen mit ausländischen Wurzeln, aber auch wenn sonstige Umstände darauf hinweisen, zwingend in alle Richtungen, auch in Richtung einer rassistischen Motivation zu ermitteln ist und dass zu dokumentieren ist, welche Ermittlungsschritte man unternommen hat, in welche Richtung und warum welches Motiv ausgeschlossen wurde, gegebenenfalls auch dieses. Ich kann jetzt nur berichten von meinen Gesprächen und auch Besuchen in Ausbildungseinrichtungen für Polizistinnen und Polizisten und zum Teil auch in der juristischen Ausbildung. Ja, unsere nächste Empfehlung auch aus dem ersten Untersuchungsausschuss, dass nämlich am Beispiel des gesamten NSU-Komplexes es mindestens eine Unterrichtseinheit geben soll in der Ausbildung. Das wird fast flächendeckend inzwischen in der Bundesrepublik umgesetzt. Welche Ergebnisse das im Polizei- und Justizalltag haben wird, werden wir in den nächsten Jahren sehen. Gleichzeitig erlebe ich viel zu oft, dass schon bei der Anzeige oder Aufnahme der Anzeige zu einem Tathergang eine rassistische Motivation ausgeschlossen wird, also dieses berühmte, wir ermitteln alle Richtungen, nicht stattfindet. So, dann die anderen Parteien. Also da gibt es Licht und Schatten. In der Zeit der beiden Untersuchungsausschüsse, also bis 2017 im Bundestag, kann ich für den Bundestag sagen, da gab es bei aller parteipolitischen Konkurrenz, die es auch gibt, zumindest unter den Befassten,
Abgeordneten und in dem Fall, sonst hätte das nicht stattgefunden, mit der Rückendeckung der Fraktionsvorstände eine Zusammenarbeit in der Sache. Nach der Bundestagswahl 2017, Sie kennen die Ergebnisse, Sie kennen die aktuelle Zusammensetzung des Bundestages, war es überhaupt nicht denkbar und möglich unter den derzeitigen Verhältnissen, beispielsweise wenigstens in Ansätzen sich mal mit Forderungen, die nicht nur die Linke erhoben hat, nämlich nach einem weiteren Untersuchungsausschuss. Ich hatte formuliert einen Untersuchungsausschuss Rechtsterrorismus und Geheimdienste. Das war also vor dem Lübcke-Mord und anderen. Da hätte man die offenen Fragen aus dem NSU-Komplex bearbeiten können. Aber auch in diesem Jahr jährt sich das Oktoberfest-Attentat. Auch die Kontinuitäten und Fragen aufnehmen können und andere Vorgänge, die in dieser Zeit aufgekommen sind, Freital als Stichwort und anderes, das war undenkbar unter den derzeitigen Verhältnissen, wie auch undenkbar war, eine Forderung umzusetzen, die es schon 2013 aus der türkischen Gemeinde Deutschlands, aber auch aus anderen migrantischen Selbstorganisationen gab, nämlich eine Enquete-Kommission, Rassismus im Bundestag einzusetzen. Eine Enquete-Kommission ist ein Gremium, das ist zur Hälfte aus Abgeordneten zusammengesetzt und zur anderen Hälfte mit wissenschaftlichen und sonstigem Sachverstand aus der Gesellschaft, um die gesellschaftliche Lage zu analysieren und schon während der Arbeit auch Handlungsempfehlungen in unterschiedlichsten Bereichen zu machen. Im Thüringer Landtag hat es eine solche Enquete-Kommission in der vergangenen Legislatur bis zum Herbst 2019 gegeben. Mit den Ergebnissen sollten wir uns alle öffentlich befassen. Ich bin im Moment noch dabei, das auszuwerten. Also im Bundestag gab es das, in den unterschiedlichen Untersuchungsausschüssen, in den Landtagen war das Gemeinsame sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ich erlebe jetzt im aktuellen Bundestag, im aktuellen Innenausschuss des Bundestages, dass einerseits die Kolleginnen und Kollegen, die an den NSU-Untersuchungen beteiligt waren, schon seit dem Mord an Walter Lübcke nicht nur enger zusammenrücken, sondern dass wir auch eine kollegiale Zusammenarbeit im Innenausschuss in der Befassung mit dem Thema Mord an Walter Lübcke und jetzt auch dem Thema versuchter Anschlag auf die Synagoge in Halle und Mord an zwei Passanten und dass wir nicht müde werden, aber im Moment ist der Erfolg noch nicht ganz ablesbar, die Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss, die da nicht so eng dran waren, dafür zu interessieren, wie nehmen wir die Fäden aus den NSU-Untersuchungen auf. Ich habe ja ein paar Fragen hier aufgeworfen. Und in welchem geeigneten parlamentarischen Format befassen wir uns mit den aktuellen rechtsterroristischen Entwicklungen und fassen trotzdem die offenen Fragen an. So, was sind die Forderungen der Partei Die Linke zusätzlich zu dem, was in den gemeinsamen Berichten drin ist? Wie gesagt, das ist eine ganze Handvoll in den gemeinsamen Berichten. Aber eine Forderung beispielsweise finde ich hochaktuell mit Blick auf die Buchvorstellung, über die ich vorhin schon geredet habe, die ich gestern hatte. Also den zunehmend hochploppenden Skandalen über rechtsextrem Eingestellte oder auch in rechtsterroristischen Netzwerken agierende Polizisten oder Bundeswehrangehörige. Nämlich, wir haben gefordert, dass wirklich auf wissenschaftlicher Grundlage es unabhängige Untersuchungen zur Einstellungsentwicklung in Polizeien, in der Justiz oder auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen gibt. Unter dem Druck der Öffentlichkeit, unter hochploppenden Skandale, unter der Überschrift NSU 2.0 in Hessen, Sie haben das vielleicht verfolgt, eine Nebenklageanwältin, die Enver Simsek, das erste NSU-Mordopfer, vertreten hat, ist bedroht worden, unter Angabe ihrer Privatadresse, bedroht worden mit dem Tod ihres Kleinkindes, mit Angaben, die allesamt nicht öffentlich sind. Und nach knapp 2 Jahren Ermittlungen ist rausgekommen, dass der Polizeicomputer in der ersten Frankfurter Hauptwache genau nach diesen Daten abgefragt wurde von Befugten, insofern Personen, dass sie Zugang zu diesen Daten hatten. Aber es gab keinen dienstlichen Anlass oder nichts, was das gerechtfertigt hätte. Aber offensichtlich sind diese Daten genutzt worden,
um sie fortlaufend bis heute zu bedrohen. Es gab andere Vorgänge in Hessen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen will. Die lassen sich alle im wohlsortierten Internet nachlesen, so dass unter dem Druck der Öffentlichkeit, aber zum Teil auch aus den Polizeibehörden heraus, weil Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, das geht überhaupt nicht, dass hier offensichtlich noch nicht mal Identifizierte, aber Einzelne aus der Polizei heraus den Rechtsstaat untergraben und Straftaten begehen, hat die hessische Polizei und die Landesregierung eine solche Einstellungsuntersuchung beauftragt. Die Ergebnisse müssen jetzt im ersten Quartal 2020 öffentlich vorgestellt werden. Gestern in der Debatte um diese Buchvorstellung und die Frage, was muss eigentlich passieren, damit wir ein Bild kriegen, ist das nur, was auch schon schlimm genug ist, das Spiegelbild unserer Gesellschaft und der gesellschaftlichen Entwicklung? Oder gibt es Strukturen in den Behörden, in der Arbeitsweise der Behörden oder auch Dinge, was politische Vorgaben betrifft, die es befördern, dass Menschen in diese Berufe streben und dann aus diesen Strukturen heraus auch Straftaten vorbereiten bzw. auch Straftaten begehen, wie beispielsweise Munitionsdiebstähle, Sprengstoffbeschaffung oder aber eben auch diese Daten benutzen, um Straftaten gegen Bürgerinnen und Bürger, deren Unversehrtheit sie eigentlich zu schützen haben, oder aber dann, wenn es Straftaten gibt, diese aufzuklären haben, zu begehen. Also das ist eine der Forderungen, die Sie finden. Und Sie finden dort auch untersetzt ein Konzept, da reicht die Zeit hier nicht, wie sich die Linke eine Auflösung der Institution Verfassungsschutz als Nachrichtendienst vorstellt und den Ersatz dieser Institution entsprechend der Vorgabe im Grundgesetz. Da steht nämlich nicht drin, dass ein Verfassungsschutz organisiert als Geheimdienst zu schaffen ist, sondern steht, dass eine Institution zu schaffen ist, die sich mit Gefährdungen der demokratischen Grundordnung befasst. Und genau dazu haben wir schon 2013 ein Konzept entwickelt gehabt, das haben wir dann 2017 ein Stück fortentwickelt, um aus öffentlich zugänglichen Quellen, aus den Erkenntnissen der Zivilgesellschaft, ich nehme mal den polizeilichen Begriff Lagebild, kontinuierlich zu erstellen und damit sowohl die Politik als auch die Führung von Behörden entsprechend zu beraten und daraus Schlussfolgerungen abzuleiten. Auch hier kann ich Ihnen einen Ausblick geben. Es gab jetzt im Herbst der Landtagswahlen in ostdeutschen Ländern, in Thüringen auch. In Thüringen wurde vor 5 Jahren genau ein Teil dieses Konzeptes, dieser Forderung umgesetzt. Erstens wurde laut Koalitionsvertrag und nach dem, was ich höre, auch in der Praxis, wurden die V-Leute im Bereich Rechtsextremismus abgeschaltet. Das Landesamt wurde als Nachrichtendienst nicht aufgelöst. Das ist auch eine Frage von Mehrheiten. Die Linke hatte keine absolute Mehrheit. Aber es wurde parallel dazu eine Institution geschaffen und beauftragt, die genau diese zivilgesellschaftliche Beobachtung leistet. Und der erste Evaluationsbericht liegt jetzt vor. Ich habe ihn auch noch nicht studiert. Aber ich hoffe sehr, dass neben den komplizierten Verhandlungen zur Bildung einer Landesregierung in Thüringen und der Aufnahme dann sicherlich der parlamentarischen Arbeit in einem neuen, spannenden Format in Thüringen, wobei so neu ist es nicht, gab in Sachsen-Anhalt und auch schon mal eine Minderheitenregierung, war bloß nicht von der Linken geführt, sondern von der SPD in den 1990er Jahren, aber wir vergessen immer so schnell. Aber dass neben dieser Aufnahme der Arbeit wir vielleicht auch sowohl im Parlament in Thüringen, aber auch im Austausch dann mal zur Auswertung dieser ersten Ergebnisse und Maßnahmen kommen und damit auch zu einer Bewertung, wie tauglich die Vorschläge sind oder wie weit wir an diesen weiterarbeiten müssen. Petra, also da fallen mir auch einige Sachen auf, wie jetzt zum Beispiel Dortmund, dass zum Beispiel
ja, die Opfer ausgespäht wurden und von der Dortmunder Neonazi-Szene ja keiner vorgeladen wurde in diesem Prozess. Der Tatort am Mehmet Kubaschek lag 40, 70 Meter ungefähr neben der Stammkneipe der Neonazis, dann ein paar hundert Meter weiter eine andere, das war der Thüringer Hof und dann der Deutsche Hof. Es gab aber keine Querverbindung. Lag auch so, dass sich die Neonazi-Szene in Dortmund 5 Todesopfer hat und der Polizeipräsident in Dortmund in den 80er, 90er Jahre Ermittlungen gegen rechts quasi unterdrückt hat. Wie lag da die Lage, dass auch keiner von diesen ja, bekannten Tätern vorgeladen wurde in München? Und dann noch meine zweite Frage, was ist der Grund dahinter, dass von der Bundesanwaltschaft gefordert wurde, dass gegen den Verfassungsschutz nicht ermittelt werden durfte? Also ich würde gerne wissen, worin sich die Forderung begründet, in Hamburg einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, weil es ist mir nicht ganz klar. Peter, durch deinen Vortrag ist sehr deutlich geworden, dass auf den Staat in dieser Frage kein Vertrauen, also nicht zu setzen ist. Gleichzeitig hast du betont, dass Schweigen Zustimmung ist und dass es das Engagement der vielen bedarf, um dagegen vorzugehen, und hast die Stärken von zivilgesellschaftlichen Bündnissen betont. Da ich sicher bin, dass du mit deinen Vorträgen viel rumkommst, vielleicht kannst du uns ja auch nochmal als Anregung ein, zwei Beispiele nennen von zivilgesellschaftlichem Engagement, das du als sehr beispielgebend empfunden hast. Ich fange mal in Dortmund an. Und es gilt nicht nur für Dortmund, man könnte das auch für Kassel sagen, übrigens auch für Hamburg. Warum man nicht dort Zeugen aus der militanten Szene geladen hat, beziehungsweise mindestens der Generalbundesanwalt nicht Ermittlungen entsprechend angestrengt hat. Die Antwort ist ganz einfach. Weil man von Anfang an von der These ausgegangen ist, das Trio ist ein Trio. Und dann hat man noch 2, 3 Unterstützer, um die man nicht umhinkam, wie Ralf Wohlleben und so weiter, angeklagt. Aber es ist nicht den Netzwerken, in dass das NSU-Kerntrio eingebettet war, nachgegangen worden. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe vorhin über Herrn Marschner, V-Mann Primus, geredet. Der hatte ja immerhin in Zwickau mehrere Unternehmungen. Ein Bauunternehmen oder besser ein Abrissunternehmen, es ist nichts überliefert, was er gebaut hätte, aber auch mehrere Läden, beispielsweise wo er die Neonazi-Devotionalien verkauft hat und anderes. Abgesehen davon, dass der auch alle möglichen Straftaten begangen hat. Es ist übermittelt, dass er auf jeden Fall aktive Unterstützung geleistet hat und sei es durch die Beschäftigung von Mundlos oder von Schäpe. Wenn ich aber nicht will, dass die Verstrickung des Verfassungsschutzes, das ist schon der zweite Teil deiner Frage, in die Öffentlichkeit kommen, dann fange ich gar nicht erst an zu ermitteln in diese Richtung. Der zweite NSU-Untersuchungsausschuss hat erst erzwungen, dass man sich beispielsweise mit festgestellten und auch sichergestellten Asservaten beschäftigt hat, die Marschner zuzuordnen sind. Zum Beispiel seinem Computer in diesem Nazi-Devotionalienladen und der Festplatte. An diesem Computer soll Beate Zschäpe nach glaubwürdigen Zeugenaussagen mehrfach tätig gewesen zu sein. Diese Ermittlungen sind nicht etwa im Dezember 2011, also einen Monat nach der Selbstenttarnung, nach einer Zeugenaussage eines glaubwürdigen Zeugen bei der BAO erfolgt, und also auch nach der Sicherstellung dieses Computers, sondern erst im Jahre 2016 im zweiten NSU-Untersuchungsausschuss durch eben diesen erzwungen worden, weil wir in den Akten auf diese glaubwürdige Zeugenaussage gestoßen sind. Die stand uns aus unterschiedlichen Gründen, weil der GBA damals im ersten Untersuchungsausschuss mit der Anklageerhebung beschäftigt war und so weiter, standen uns diese Aussagen von Ende 2011 ja nicht zur Verfügung. Und wir diese Dinge öffentlich gemacht haben, dass es eben die glaubhafte Zeugenaussage gab, dass im Keller des Wohnhauses
neben das Trio war, regelmäßig Partys gegeben hat, unter anderem auch mit dem Hausmeister dieses Hauses und da eine Hitler-Skulptur auf dem Fernseher in diesem Keller rumstand. Das also offensichtlich die harmlosen Nachbarinnen und Nachbarn zumindest einig im Geiste an bestimmten Stellen war. Das heißt, man hat diese Netzwerkermittlungen nur sehr, sehr widerwillig angefasst. Einerseits begründet damit, wir sind gehalten, innerhalb von 6 Monaten nach Festnahme Anklage zu erheben. Und wir schaffen das nicht bei dieser Komplexität und Monstrosität, jetzt uns auch noch mit all den Figuren zu beschäftigen. Aber andererseits, dieses tief verankerte Prinzip in den Verfassungsschutzbehörden und leider auch bei den Dienstherren, also den Innenministern, sowohl von Polizei als auch Verfassungsschutz, dass Quellenschutz vor Opferschutz oder Tataufklärung geht, hat sich das auch fortgesetzt zum Teil beim Umgang damit beim Generalbundesanwalt. Da hilft nur Öffentlichkeit, Öffentlichkeit und Öffentlichkeit, auch wenn es wahnsinnig schwierig ist. Und ich werde auch weiter über all diese Dinge reden, so wie ich auch weiter über Herrn Lingen reden werde und Herrn Temme und darüber, wer jeweils ihre Dienstherren waren und zum Teil auch heute noch in Verantwortung sind, wenn ich mir den Ministerpräsidenten des Bundeslandes Hessen ansehe. Und jetzt komme ich, auch wenn ich diesen Laden eigentlich auflösen will, es gibt durchaus und sei es durch öffentlichen Druck, aber ich denke auch, weil es eine integere Persönlichkeit ist, ein Lichtblick. Ich meine damit nach diesem unsäglichen Skandal, dass ein Hans-Georg Maaßen 6 Jahre lang Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz sein konnte und dass er erst nach den Ereignissen von Chemnitz nun endgültig auch in aller Öffentlichkeit seine Gesinnung, sage ich mal, deutlich gemacht hat, gibt es jetzt an der Spitze dieses Bundesamtes Herrn Haldenwang, der für mich bisher, soweit ich das einschätzen kann, weil die Kontrolle dieser Behörde passiert zu größten Teilen im Geheimen, tatsächlich den Hebel umgelegt hat, nach innen eine andere Arbeitsorganisation hat, einen Vizepräsidenten bestellt hat, der im Übrigen sowohl im Apparat als auch in der Öffentlichkeit manchen Anfeindungen ob seiner türkischen Wurzeln ausgesetzt ist. Das ist, glaube ich, auch einmalig an der Spitze einer Bundesbehörde, dass wir das haben, der aber für den Bereich Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus verantwortlich ist, dass man sich anders diesem Phänomenfeld zuwendet, wie weit er auch diese Praxis ändert, was das Thema Quellenschutz vor Opferschutz betrifft, kann ich heute noch nicht sagen. Ob heute tatsächlich Dinge, die Ihnen irgendwie zur Kenntnis gelangen, zur Vorbereitung schwerster Straftaten oder zu begangenen schweren Straftaten, ordentlich angezeigt werden und Leute nicht vor Strafverfolgung geschützt werden, kann ich im Moment noch nicht einschätzen. Ja, und in Dortmund würden mir viele Leute einfallen, die übrigens auch aktuell mitmischen. Ich las, dass der in die Jahre gekommene, vielseits bekannte SS-Sigi, um mal eine handelnde Person aus der Zeit auch des NSU zu nennen, im vergangenen Jahr gerade mit ein paar jüngeren Kumpanen, obwohl er inzwischen am Stock geht oder weil er inzwischen am Stock geht, immer noch Migranten verprügelt und bedroht in Dortmund. Und das ist der Mann, der ganz offen Blatt in anderen Strukturen, Combat-Aging-Strukturen immer wieder aufgebaut hat, den auch kein Verbot von irgendwas schert und der damals auch ins Visier hätte kommen müssen. Ja, warum nicht gegen den Verfassungsschutz, habe ich damit schon mit beantwortet. Ja, warum Hamburg? Weil Hamburg ein Tatortland ist. Und das ist das Mindeste, was man erwarten muss, dass in allen Tatortländern es eine entsprechende auch parlamentarische Aufklärung gibt und damit auch öffentlichen Druck. Und ich sage es nochmal, nicht nur mit Blick auf die Vergangenheit, sondern das ist auch eine Frage der Gegenwart und
Zukunft. Und im Übrigen, ich weiß ja, wo ich hier sitze, ich war immer eins, die müssen heute Abend die Ohren klingeln in Baden-Württemberg, mit Clemens Binninger, dass eigentlich auch in Niedersachsen schon damals, nach dem Auffliegen des NSU, es in welchem Format auch immer eine geeignete Befassung des Parlaments mit NSU-Bezügen nach Niedersachsen hätte geben müssen. Ein gewisser Herr Heise hatte hier seinen Lebensmittelpunkt. Und übrigens jetzt im Mordfall Lübcke ist ja auch wieder der Herkunft der Tatwaffe nachzugehen. Immerhin gibt es die Möglichkeit, dass sie aus einer Reihe von Waffen stammt, die bei einer Durchsuchung einer Vollzugsmaßnahme hier in Niedersachsen gegen Kombold Ethin vor einigen Jahren stammt. Mehr kann ich im Moment jetzt nicht sagen. Das ist das, was auch so ein bisschen schon öffentlich ist und was also auch belegt ist aus diesen Geschichten. Und da diese Netzwerke, davon bin ich fest überzeugt, die den NSU getragen haben und wahrscheinlich auch andere Zellen, die wir heute gar nicht kennen, weiter existent sind. Und man muss sich das nicht so vorstellen, die treffen sich irgendwie einmal im Monat am Stammtisch irgendwo. Sondern, oder war ja auch im NSU-Komplex immer so eine Frage, die haben ja kein Bekennerschreiben geschickt. Inzwischen ist man virtuell international vernetzt. Ich empfehle nachzulesen die Antwort auf eine kleine Anfrage, die meine Fraktion zum Jahreswechsel gestellt hat. Dazu, welche Schlussfolgerungen haben eigentlich das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst und auch der MAD aus den rechtsterroristischen Attentaten in Utah, in Christchurch, in Pennsylvania gezogen, was die Gefährdungsanalyse betrifft. Weil der Täter von Halle beispielsweise ist ganz genauso vorgegangen. Also man muss sich das nicht so vorstellen, da gibt es irgendwie einen deutschen Club und da gibt es einen australischen Club und da gibt es einen USA-Club. Nee, das ist inzwischen virtuell wie im richtigen Leben ganz anders vernetzt und funktioniert auch viel schneller, als wir das aus früheren Jahrzehnten kennen, bei der Radikalisierung nach ganz anderen Gesichtspunkten. Das, was früher die Schulhof-CD und anderes war, oder das Neonazi-Konzert, was es auch heute noch gibt, hat auch seine Funktionen, oder das Kampfsportfestival, ist aber heute auch die Debatte auf der Plattform X und Y international vernetzt, in Echtzeit die Ankündigung von Straftaten, die Durchführung von Straftaten und entsprechende Bewertung. Und wenn mir dann kurz vorm Jahreswechsel mitgeteilt wird, dass das BKA auch nach all diesen genannten Attentaten keine Veränderung der Gefährdungslage gesehen hat, dann macht mir das Sorgen. Hoffnung macht mir, mir wurde mitgeteilt, das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht, dass das anders ist und sieht und baut Strukturen auf, um eben diese auch international vernetzten Strukturen natürlich dann innerhalb der jeweiligen Befugnisse gemeinsam mit dem BND oder wem auch immer entsprechend nicht nur zu beobachten, sondern ich hoffe dann auch rechtzeitig als tatsächliches Frühwarnsystem zu funktionieren. Und das müssen wir uns aber auch klar machen. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Es war ja hier die Frage, was mit den Parteien hier ist, zum Beispiel auch in Lüneburg. Und da möchte ich nur mal erzählen, dass der Fraktionsvorsitzende David Hamri, der damals die linke Fraktion geführt hat, 2018, bekommt der Causa Schaf Drohbriefe bekommen hat und Drohposts und auch die Familie hat das bekommen. Und jetzt hat er einen Bekennerbrief, sage ich mal, einen offenen Brief geschrieben an alle Fraktionen und an die Verwaltung und hat aufgeklärt, dass er erzählt, dass er keine Unterstützung bekommen hat, weder von der Verwaltung noch von der Polizei. Und das müssen wir anmahnen. Das kann nicht angehen, dass die Verwaltung einschläft und das nicht bearbeitet. Die müssen wach werden. Das ist die eine Sache. Und die Frage, die ich habe, ist folgende. Beim G20-Gipfel gab es ja eine Auseinandersetzung
am Schulterblatt da bei der Gruppen Flora. Und das waren ja sofort die Linken. Ne? Das waren ja sofort die Linken. Das stand an allen Pressen. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass im Schwarzen Block ein Baumann war und dass einer der Plünderer, einer von den, wie heißt die noch, die Landwirte, die identitäre Bewegung war. Hast du davon Erkenntnisse, ob hier auch in das, was du sagtest, einseitig geforscht wird von der Polizei und von den Nachrichtendiensten? Oder ist das Fakt, dass das wirklich alles Linke war? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Linke vor ihrer Tür Randale machen. Weitere Fragen? Israel, du hast gesagt, diese einzelnen Figuren kann man nicht alle verfolgen, aber eine Frage hätte ich dennoch. Als die beiden toten Terroristen da gefunden wurden, hatte ja der, ich weiß nicht welchen Grad er hatte, aber er war ein Polizeiverantwortlicher, die Feuerwehrfotos beschlagnahmt, und derselbe soll ja mit der Frau Schäfer an denselben Tagen telefoniert haben. Ist darüber eine weitergehende Aufklärung erfolgt? Und soweit ich verstanden habe, ist dieser Mann immer noch im Amt. Gut, ich räume mal gleich das Letzte aus. Es ist nicht in keiner Weise nachgewiesen. Da könnte meine Kollegin Katharina König aus dem Thüringer Landtag mehr sagen, dass Herr Menzel, so hieß der Polizist, in irgendeiner Weise Beate Zschäpe kontaktiert hat. Das nicht. Herr Menzel hatte allerdings vorher dienstlich, bevor dieses Trio abtauchte, mit den dreien zu tun und hatte relativ schnell, als die beiden Toten auftauchten, wieder ein Bild vor Augen und wusste, dass nach Frau Zschäpe zu suchen ist. Und da gibt es nach wie vor Ungereimtheiten, gar nicht so sehr, was das Abschleppen des Wohnmobils betrifft, da gibt es auch welche, und was den Verbleib der Speicherkarte der Feuerwehr betrifft und wie man in der Garage mit dem Wohnmobil umgegangen ist, dazu durfte ich selbst im Bundeskriminalamt mit meinen Kollegen das Wohnmobil im weißen Anzug und viel mehr besichtigen. Das lassen wir jetzt mal alles weg. Aber Ungereimtheiten, was eigentlich im LKA in diesen drei Tagen, bis dann deutlich sicher war, womit wir es eigentlich zu tun haben, geschehen ist, auch mit den alten Akten, auf die Herr Menzel und andere, die damals beteiligt waren, gar keinen Zugriff mehr hatten, also in ihrer dienstlichen Verwendung, ob da nicht irgendwo jemand unterwegs war. Also das war damals schwierig, wir haben es nicht aufklären können, die Thüringer auch nicht zu Ende. Hat übrigens in der ersten Runde des Untersuchungsausschusses dazu geführt, dass es eine beispielhafte Zusammenarbeit der damals noch CDU geführten Landesregierung mit dem Bundestagsuntersuchungsausschuss gegeben hat. Die damalige Ministerpräsidentin Lieberknecht und der damalige Innenminister haben an irgendeiner Stelle gesagt, wir haben da kein Vertrauen zu, wir räumen jetzt unseren Keller aus und schmeißen euch alle Akten im Bundestag, jetzt mal übertrieben, vor die Tür. Das hat zum blanken Entsetzen des damaligen Bundesamtes geführt und auch der anderen Landesämter, weil ihnen schon klar war, dass da auch Aktenstücke auftauchen können, die auch in ihrem Bereich sind, die sie uns unbedingt nicht zur Verfügung stellen wollten, weil sie gesagt haben, wir wissen nicht, was jetzt hier gegebenenfalls dann verdunkelt wird oder anderes. Also das, was ich da eben andeutete, haben wir in keiner Weise irgendwo nachweisen können, wie wir auch, um das auch zu sagen, um jetzt nach Hamburg und zu den Agent-Provokateuren zu kommen, wir haben an keiner Stelle nachweisen können, dass ein Mitarbeiter eines Amtes für Verfassungsschutz oder eines Nachrichtendienstes, wir haben ja noch zwei andere mit im Spiel, oder ein V-Mann an einer Mordtat beteiligt war. So, bei den V-Leuten mache ich jetzt gleich mal die Einschränkung. Ich habe ja vorhin über Netzwerke geredet und Beteiligung ist weit. Beteiligung kann Absicherung einer Flucht sein, kann Ausforschung sein und Übermittlung von anderen Geschichten. Aber wir haben keine Belege gefunden zu einer aktiven, also Geschichte, weil da gibt es ja auch so manche, ich will es jetzt gar nicht als Verschwörungstheorie diffamieren, aber so manche Erzählung, das hilft uns nicht weiter, wenn wir es nicht belegen können und wir haben wirklich nach bestem Wissen und Gewissen da gearbeitet, dann sollten wir uns lieber mit den Fakten auseinandersetzen und der Skandal
und die Unterlassung und was da alles passiert, sind alle groß genug. Da müssen wir nicht noch selbst einen hinzufügen. Und was G20 betrifft, wenn meine Erinnerungen mich nicht trügen, sage ich mal, das ist ja schon wieder ein paar Tage her, auch die parlamentarische Befassung mit all diesen Dingen. Also erstens, wenn ich über Linke rede, dann unterscheide ich zwischen der parteipolitisch organisierten Linken und der gesellschaftspolitischen Linken, die ein ziemlich breites Spektrum abdeckt und wo auch jeder für seine Taten oder sein Tun und wozu er aufruft, erst einmal selbst verantwortlich ist und wo ich mich, soweit nicht meine Partei zu irgendwas aufruft oder es meiner Partei zuzurechnen ist, auch nicht verantwortlich fühle für Dinge, die ich nicht billigen kann. Punkt 1. Dass aber entweder Polizisten oder Mitarbeiter von Nachrichtendiensten da offensichtlich mitgemischt haben, das ist zumindest an ein, zwei Stellen, meines Erachtens aber eher, da müsste man nochmal in die Protokolle auch der Hamburger Bürgerschaft schauen, belegt worden. Da würde ich vorschlagen, sie hat ja in Zukunft ein bisschen mehr Zeit, meine Kollegin, Vizepräsidentin und aber auch Kollegin Innenpolitikerin Christiane Schneider aus Hamburg einzuladen. Die hatte gestern und vorgestern mehrere Interviews, weil sie in den Unruhestand sich verabschiedet, also nicht zur nächsten Bürgerschaftswahl antritt. Aber die hat vor Ort die ganze G20-Aufarbeitung dort auch weitergeführt. So, weiter noch zur Bedrohung von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern und das übrigens auch wieder quer durch das demokratische Spektrum. Es gibt Konzentrationen, ja, gerade auch bei Linken, zum Teil auch bei Grünen, aber ich sage quer durch das demokratische Spektrum. Ich erinnere mich gut an meinen Besuch in Tröglitz beim ehemals von der CDU getragenen Bürgermeister Nirt. Im Jahre 2014 hat er sich zum Rücktritt gezwungen gesehen, weil Behörden sich nicht in der Lage sahen, ihn vor Neonazi-Aufmärschen vor seiner Wohnungstür und der Bedrohung seiner Kinder und seiner Familie zu schützen. Und das gilt für andere ganz genauso. Auch hier im Umfeld hat gerade ein Bürgermeister zum Jahreswechsel sein Mandat abgegeben, weil er sich nicht mehr anders zu helfen wusste. Ich habe nicht das Rezept, also wir können nicht, ich meine, im Zweifelsfall, ich weiß auch, ich bin privilegiert, im Zweifelsfall habe ich Personenschutz. Wir können aber nicht alle Politikerinnen und Politiker unter Personenschutz stellen und das ist auch nicht im Sinne unserer Demokratie, weil ich weiß, was passiert in den wenigen Situationen, wo ich mich dieser Situation gezwungenermaßen aussetze, dass nämlich Bürgerinnen und Bürger sich dann auch zurückziehen, weil sie meinen, sich nicht vertrauensvoll mit ihren ureigensten Anliegen an mich wenden zu können, weil da eine Barriere sich aufbaut. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir natürlich in akuten Gefährdungssituationen, wie sie hier gerade geschildert wurden, dass da auch mit aller Deutlichkeit gezeigt wird, egal wer es ist, ob mir die Partei passt als Polizeichef, oder als Verwaltungschef oder was weiß ich, oder nicht. Das ist der Punkt, der darf nicht überschritten werden. Man kann hart in der Sache streiten, aber niemals die körperliche oder sonstige Unversehrtheit von Leuten angreifen und dann müssen die Instrumente des Rechtsstaates greifen und im Zweifelsfall muss es auch Polizeischutz geben oder demonstrativen Schutz, um zu sagen, das lassen wir uns nicht bieten, ihr bedroht damit nicht nur diesen Menschen, sondern auch die Grundlagen der Demokratie und da rücken wir solidarisch zusammen. Und da komme ich jetzt gleich an den Punkt, den ich vorhin ausgelassen habe. Beispielhafte Bündnisse. Ach, mir begegnen im Alltag so, so viele. Und manchmal, also beispielsweise war ich im letzten Jahr in Eisenach. Ein hartes Pflaster im Bundesland Thüringen, wo AfD und NPD zweistellig sind. Und sich die Bedrohung nicht nur, in Anführungsstrichen, auf die politischen Protagonisten aus den Parteien beziehen, sondern wenn ein Handelstreibender oder ein Unternehmer Zivilcourage zeigt oder Haltung zeigt, auch gegenüber seinen Angestellten oder Auszubildenden
was er an offenen, ja, was weiß ich, Tattoos zeigen von verfassungsfeindlichen Symbolen oder eben auch an Äußerungen nicht duldet und dieser dann bedroht wird und dann man aber zusammenrückt, auch mit Vertretern der Religionsgemeinschaften, insbesondere auch der Kirchen, da könnte Jo Eisenach auch noch viel erzählen, ich empfehle allen, die da mal hinkommen, eine Ausstellung im Lutherhaus zum Beitrag der insbesondere evangelischen Kirche zur Arisierung der evangelischen Kirche von 1933 bis 1945, kann ich jetzt hier nicht ausführen, aber das ist schon ein tolles Stück, aber gerade in dieser Verantwortung, wenn die dann alle zusammenrücken und sagen, egal wen es hier von uns trifft, wir machen hier weiter und versuchen deutlich zu machen, was wir hier in der Stadt nicht dulden, dann finde ich das beispielgebend, kann aber genauso Beispiele aus anderen Gegenden aufrufen. Oder, ich nehme mal ein ganz anderes, das hat mir im letzten Sommer richtig Mut gemacht, sage ich auch, weil ja jetzt im März in Bayern Kommunalwahlen sind. Ich mache seit gefühlt 100 Jahren, so lange natürlich nicht, jeden Sommer Urlaub im Allgäu. Und dort an meinem Urlaubsort, gestehe ich, waren vor 10 Jahren schon die SPD-Mitglieder und die Mitglieder der Linken eine sehr, sehr kleine Minderheit. Die wussten vor 10 Jahren nicht mal voneinander so richtig. Die SPD war gerade wieder nicht im Stadtrat vertreten. Voneinander, wer sie sind. Ich habe sie damals mal zusammengeführt zu so einem kleinen Forum, nachdem ich einen SPD-Genosse angesprochen hat, ob ich nicht mal während meines Urlaubsabends auf ein Bier mit ein paar Genossen zusammenkommen will. Da habe ich gesagt, gut, dann versuche ich mal die Linken hier zu identifizieren. Seitdem wir also diesen Urlaubsstammtisch haben und die sich erstmal nicht nur gefunden haben, hat sich aber sehr viel getan. Da kamen die Jahre 2015 und folgende und in diesem Ort wurden Geflüchtete untergebracht aus Eritrea. So, das kann man sich vorstellen, wenn die durch den Ort gehen oder auf den inzwischen gespendeten Fahrrädern den Berg hochstrampeln oder inzwischen im Übrigen auch in örtlichen Unternehmen arbeiten, die fallen auf. Völlig klar. Aber die Gemeinschaft dort im Ort, übrigens auch der Gewerbetreibenden, hat von Anfang an 2015 gesagt, ich weiß noch, wie mein Wirt, der ist Chef der Freien Wähler dort, in diesem Städtchen, mir damals schon gesagt hat im Urlaub, hör zu, was macht ihr da in Berlin und was machen die da eigentlich in München? Also jetzt sind die Menschen hier, waren vor allen Dingen junge Männer, die brauchen Beschäftigung und die brauchen Bestätigung, dass sie hier aufgenommen werden. Ist doch völlig klar, die können doch nicht den ganzen Tag da in diesem Heim, was ihnen zur Verfügung gestellt wurde, nur hocken. Und im Übrigen, wir brauchen hier Arbeitskräfte, lasst sie doch, wenn sie wollen. Also damals war das Arbeitsverbot ja noch viel schlimmer, als es heute ist, aber heute bin ich da noch nicht. So, und dann hat die CSU-Fraktion dort in den Stadtrat einen entsprechenden Entschließungsantrag eingebracht mit Forderungen an den Landrat, an die Landesregierung und möglichst auch noch an die Bundesregierung. Und die sind sich völlig einig. Und jetzt im letzten Sommer war ich wieder an meinem Stammtisch und da hatten mich die SPD-Genossen gefragt, ob sie nicht noch ein paar andere interessierte Bürgerinnen und Bürger hinzugeholen können. Und dann stellte sich raus, dass dort eine junge Frau aus dem Gemeindekirchenrat der katholischen Kirche, die in der Flüchtlingshilfe arbeitete, mit am Tisch saß. Dann jemand aus dem CSU-Ortsvorstand und die schimpften alle wie die Rohrspatzen und erklärten, dass sie jetzt Petitionen an den Landrat und andere stellen und sich nicht nur vor ihre einzelnen Jungstellen, die zum Teil von Abschiebung bedroht waren oder die keine Ausbildungserlaubnis kriegten oder anderes, und dass sie sagen, so, das ist unser Engagement. Und wenn sich hier einer her verirrt, der dritte Weg hatte sich da mal irgendwie auf dem Marktplatz verirrt, dann stehen wir hier gemeinsam und machen deutlich, die gehören zu uns. Und wir wissen, was wir im Übrigen, das ist eine Urlaubsregion, das ist ja nichts Neues, was wir daran haben, dass wir so bunt sind und dass so viele Leute zu uns kommen. Ich habe das jetzt ein bisschen ausführlicher erzählt, weil dieses Beispiel habe ich schon öfter öffentlich gemacht und die haben mich auch ausdrücklich ermächtigt, das öffentlich zu machen, weil es gibt auch so ein paar Bündnisse, die wollen das nicht so. Jo.
kommen, weil es deswegen nicht als Teil des Vortrags war. Als allererstes möchte ich mich einmal bedanken für Ihre sehr wichtige Arbeit. Und dann wollte ich fragen, ich habe mal über Ecken von einem Polizeiausbildenden, Auszubildenden in NRW erfahren, dass es wohl bei der Polizei keine anonyme Möglichkeit gibt, Vorgänge zu melden, die nicht verfassungskonform sind oder in irgendwelche abwegigen Richtungen gehen. Und da wollte ich fragen, ob das Teil dieses Untersuchungsausschusses auch ist, wie Dinge überhaupt gemeldet werden können und was da aktuelle Entwicklungen sind. Meine Frage geht in eine thematisch so ein bisschen andere Richtung, hat aber mit dem groben Feld zu tun. Und zwar das Bundesprogramm Demokratie leben, wie auch andere Bundesprogramme, führen ja immer noch diese Demokratieerklärung, die sich ja erstmal schön anhört im Schilde. Aber letztlich verbirgt sich dahinter ja eine Extremismus-Abcheck-Methode, die eben auch mit dem Verfassungsschutz droht. Hast du da irgendeinen Einblick, ob es da Diskussionen gibt innerhalb der entsprechenden Kreise, da nochmal ranzugehen, oder müssen wir uns jetzt damit abfinden, dass, also wir haben als Falken entschlossen, wir werden keine Anträge über Demokratieleben stellen, solange diese Extremismus-Geschichte läuft, jedenfalls hier in Lüneburg, die Falken, bundesweit läuft da schon viel über das Bundesprogramm, sind tolle Gelder, aber für uns kommen sie nicht in Frage, solange diese Extremismus, mit diesem Extremismusbegriff, der ja ideologisch ist, noch da drin hängt. Hast du da irgendwelche Einblicke? Gut, ich nehme die zwei jetzt noch auf. Wie gesagt, dann muss ich heute einen harten Schnitt machen, aber es gibt ein Angebot, das hier fortzusetzen. Also Demokratie leben, erstens auch in diesem besonderen Sondervotum. Ich finde, die Förderung von Demokratie ist eine Daueraufgabe, die nie aufhört. Und deswegen müssen wir endlich raus aus dieser Projekte-Rites. Und wo man dann nach jetzt zwar etwas verlängerten Zeitraum das Fahrrad wieder neu erfinden muss, nee. Demokratie muss immer wieder befördert werden und Opfer von rassistisch oder wie auch immer motivierter Gewalt brauchen Unterstützung, Hilfe, Beratung. Also gibt es den Vorschlag der Schaffung einer Bundesstiftung, damit das auch nicht von politischen Konjunkturen abhängig ist. Wer wird wie gefordert, je nachdem, welche parteipolitischen Farben haben gerade wie das Sagen, sondern solche Grundsätze. So, das Thema Extremismusklausel ist ja in der letzten Legislatur etwas entschärft worden, was nicht heißt, dass ich sie billige. Auch dazu gibt es im Votum Aussagen. Ich beobachte im Moment was anderes und das macht mir viel größere Sorgen. Also erstens ist das Programm umgebaut worden, auch gegen unseren Protest. Es ist nicht gekürzt worden. Das hatte was makabererweise damit zu tun, dass Halle stattfand. Da hat man sich nicht mehr getraut, es finanziell zu kürzen. Aber es ist ein Fehler aus den 1990er Jahren zum Teil wiederholt worden, indem die Kommunen oder Körperschaften oftmals zum Träger werden und diese Gelder weiterreichen und ausreichen. Und da sage ich mal, welche Kommune gesteht sich von vornherein ein, ich habe hier ein Problem. Und wir haben die Situation, ich habe es vorhin beschrieben, in fast allen Parlamenten bis runter in die Kommune haben wir nun mal inzwischen eine AfD-Fraktion, die seit 2014, sage ich mal, nichts anderes zu tun hat, als Listen anzulegen. Abzufragen, wer bekommt was, um ganz unverhohlen zu sagen, wenn wir können, werden wir das beenden. Das kommt dann unter der Überschrift Genderwahn beenden, alle Projekte zur Förderung von Frauen und Mädchen oder zur Stärkung derselben. Oder aber, wenn jemand abfragt, wie das ist mit den Organisationen der Selbstorganisation, ob der Sinti und Roma oder aber der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, um mal zwei Gruppen zu nehmen, die in meinem Wahlkreis sehr relevant sind, oder sie dann bei der Gelegenheit noch wissen wollen, wo leben die eigentlich und so weiter, dann geht es eigentlich nur darum, also das ist kein Wissensbedürfnis, um eine Statistik zu führen, sondern um möglichst, sobald man kann, das zu beenden. Und dann beobachte ich an manchen Stellen, dass einige Demokratinnen und Demokraten der Mut verlässt, wenn es um die Entscheidung geht, da ist jetzt nicht Demokratie leben gemeint unbedingt, sondern auch in örtlichen Strukturen, wenn es darum geht, was wird aus der Stadtkasse oder im Kreistag oder wie auch immer finanziert, dass man Dinge, von denen man annehmen kann, dass sie besonders unter Beschuss geraten,
durch die Rechte, dass man die gar nicht erst mit weiter fördert. Also insofern kann ich hier keine Entwarnung geben, sehe aber im Moment auch keine Verschärfung. Richtig, die anonyme Anzeigemöglichkeit gehört auch in den Katalog der von uns vorgeschlagenen Dinge. Der oder die Polizeibeauftragte auf allen Ebenen beispielsweise, nicht angesiedelt in der Behörde oder an der Behördenspitze, an die sich sowohl Polizistinnen und Polizisten wenden können, wenn sie bestimmte Dinge in ihrer Behörde sehen, aber an die sich auch Bürgerinnen und Bürger wenden können, wenn sie das Gefühl haben, oder nicht das Gefühl, sondern das Erlebnis, dass sie durch Polizistinnen und Polizisten eben nicht nach Recht und Gesetz behandelt wurden. Das Thema Polizeigewalt ist dann nochmal eine andere Baustelle, gehört aber auch dort mit hinein. Und ich weiß nicht, ob Sie da schon da waren, als ich vorhin über das Erfordernis von wissenschaftlichen Einstellungsuntersuchungen unter der Belegschaft der Polizeien, aber auch in anderen Behörden geredet habe. Da wird jetzt demnächst das Ergebnis einer ersten solchen Studie erscheinen im Bundesland Hessen, wo es wohl auch sehr dringend notwendig war. Gut, soweit für mich heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich.